Hallo liebe Freunde, hier bei Let's Play Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ja, ein Ego-Shooter auf meinem Kanal, das gibt es nicht aller Tage. Aber ich persönlich bin ein Mensch, der schon ewig auf ein neues Rainbow Six gewartet hat. Ich war so ein langer Dauerwarter sozusagen, dass ich sogar auf Rainbow Six Patriots gewartet habe, dass er dann gecancelt wurde und dann kam ein Multiplayer-Game, weil sie sagten, okay, wir wollen da mal was Neues bringen und das ist auch vor allem was Neues und was ganz Geiles, weil ich habe auch die Alpha gespielt, ich war begeistert, ich habe die Beta gespielt, ich bin begeistert und ich bin mir sicher, ich werde jetzt auch mit dem kompletten Spiel begeistert sein und wir starten einfach rein und schauen, was uns so erwartet. Jetzt verbinden wir uns mal mit den Servern, die auch wunderbar laufen. Und ich würde sagen, ich habe schon jetzt die Situation ein bisschen durchgespielt, aber dadurch, ich muss auch sagen, ihr werdet hier keinen Pro-Gamer sehen. Ich bin jetzt nicht der, der sich da mega gut auskennt. Ja, also damit müsst ihr klarkommen. Ich bin einer, der hat Spaß daran, hier rein zu smashen. Ich bin ja auch eher der, der mit der Pumpgun da reinkommt. Da bin ich mega gut klargekommen. Rauchgranate, Splittergranate. Ich bin eher für die Sprengladung hier. Genau. Ausrüstung bestätigen. Ja, die anderen haben da schon. Ach ne, es sind auch nur die Standardspieler. Okay, es geht los. Dann fahren wir erst einmal gemütlich mit unseren ferngesteuerten Autos, die nicht von Revell sind, glaube ich. Ach, da kommt man nicht rein. Aber hier kommt man rein. Da ist schon einer gestanden. Okay. Das war ein klasse Rundenende. Dann verteidigen wir diesmal. Jetzt joinen ein paar Gegner. Ein Gegner. Okay, jetzt können wir starten. Nee, warte. Kann ich wieder? Pumpgun. Danke. Da. Mobiler Schild. Ja, es hat... Nein! Gott, ich konnte es nicht mehr bestätigen, oder? Ach, wenigstens das gibt es noch. Ich bin ja dafür, dass wir hier... Nein! Sie dürfen die Bombe nicht entdecken. Ich glaube, da können sie sich auch durchhauen. So. Und hier nochmal. Dann schauen wir mal, wo sie reinkommen. Das war unser eigener, der da die Geräusche macht. Ich glaube, sie sind irgendwo oben. Wo kommt der Rauch durch?
Da ist einer down. Wo kommt der her? Das gibt es nicht, ey. Wo ist der? Wo ist das? Mann! Ah, er hat da durchgeschossen, okay. Er hat gerade meinen Fuß gesehen. Er hat nur meinen verdammten Fuß gesehen. Ja, es passt schon. Dann versuchen wir die nächste Runde. Oh, das Spiel ist richtig hart. Du hast halt echt wenig Reaktionszeit, sobald da der Gegner da ist. Dann spüren wir die mal auf. Wo geht's denn hier in den Keller runter? Ich glaube hier gleich. Oder hier fahren wir rein einfach. Ach! Wenigstens das. Die machen das bisschen klüger. Ah, die ist nicht zerstörbar. Mann! Ich wollte gerade schießen. Er macht einen Schuss, ey. Die sind schon mega gut drauf. Genau in dem Moment wollte ich einfach abziehen. Oh, ist das bitter. Ist das bitter, meine Freunde. Die sind auch schon richtig gut. Und ich bin einfach schlecht. Das ist halt so. Aber ich bin nicht letzter. Ich bin nicht letzter. Der verbarrikadiert sich da mal. Dann schauen wir hier zu. Da rechts ist er. Versteckt sich hier mein Freund. Ich glaube schon, dass der noch drin ist.
Irgendwann müssen wir rein. Er versucht sich von hinten reinzuschleichen. Da rechts ist er! Ah! Eins gegen eins. Yes! Immerhin. Ja, man weiß nicht, wo er ist. Es kam von rechts. Versuchen wir hier das nochmal zu verteidigen. Ich kann mir eh noch nichts leisten, von dem her. Wir sind hier nicht Moneyboy. Hoppala. Das bestätigen wir einfach. Wo ist sie? Verdammt. Da steht aber sonst, da ist sonst keine Drohne. So, und jetzt stellen wir mal nein, das wollte ich nicht machen. Wo kommen sie? Das Handy nervt ein bisschen, das ist das Spiel. Keine Sorge, meine Freunde. So. Jetzt habe ich auch meinen Kill. Okay, da war er. Ah, da ist er reingeschlichen mit seinem Schild. Und das haben wir gewonnen, meine Freunde. Also extrem taktisch, aber mir gefällt das so gut.
Ja, und ich habe auch einen Kill, das ist immerhin etwas, ja. Jetzt dürfte ich doch mal Stufe 1 erreicht haben. Wams! Stufe 2, Wams! Und bisschen was für Stufe 2 noch dazu bekommen. Tja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen, euer Partian LP. Tschü, Leute!